Raumtyp aus. Unterschiedlich, kommt drauf an. Elektro-Style. Elektro-Style. Hä? Was heisst Elektro-Style? So wie die, die vor der Wohnung gestanden sind. Was fährt in die Utah. Ey! Ihr seht ja geil aus! Hast du deine Traumfrau schon gesehen? Nein, noch nicht. Wie sieht denn deine Traumfrau aus? Keine Ahnung, unterschiedlich. Und dann neben dir? Nein! Hast du gehört? Schwarze Haare, schwarze Augen. So wie ich? So wie ich? Warte! Ist okay? Merci. Wie sieht dein Trauma aus? Was? Dein Trauma. So wie ich, Alter. Was? So wie das doch. So wie ich. Das ist mein Trauma. So wie ich. Bist du Single? Nein. Du bist trotzdem flirten? Ja, immer doch. Also wieso? Ja, weil wir bekommen. Oder? Du bist schon abgehoben. Logisch. Ja, zeigt mal, wie ihr abgeht. Also, komm. Komm. Was heißt das, komm? Nein, nein, nein. Ungefähr so. Schon ein bisschen so der Checker-Move, oder? Also, man muss schon irgendetwas checken, sonst läuft's nicht. Shake it, it's game! Wie siehst du das? Was machst du hier? Tanzen, Party! Bist du ein Vampir? Nein! Ich gehe Tanzschule in Olten. Warum hast du diese Augen? Flash! Fällt das so, wie es abläuft? Ja, wirklich wunderbar. Ich durfte vorher auflegen von 9 bis 11 Uhr und es ist wie immer eine tolle Shake. Selbstverständlich von 12 bis 2 ist natürlich die beste Spielzeit. Aber so wie es ist, war es auch gut. Also wirklich hat Spass gehabt. Willst du eigentlich tanzen? Wie bitte? Willst du eigentlich tanzen, wenn das Lied geil ist? Ich gehe sicherlich ab, ja. Also man merkt, wenn ein DJ mitgeht. Und ich persönlich schon, ja. Also bist du ein Tänzer in dem Fall? Ich gehe mit dem Lied mit. Allzu fest kann ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich das Lied toll finde, gehe ich sicherlich auch ab, ja. Und tagsüber hörst du eigentlich tagsüber auch die eigenen Sound? Mehr oder weniger schon, ja. Es ist immer ein bisschen im elektronischen Bereich, ein bisschen House Music doch schon. Was findest du jetzt hier noch am besten als DJ? Selbstverständlich mich. Ah, sehr gut. Mit Messi vielmals. Viel Spaß. Non, je danse pas, je travaille. Tu danses jamais? Jamais en général, non. Non? Non. Pourquoi? Parce que je travaille. Et quand tu travailles pas? Quand je travaille pas, en général, oui, je danse un peu. Danos, dem wichtigsten Herr vom heutigen Abend, an der Bar. Und jetzt meine Frage. Wie findest du eigentlich die Basler Frauen? Genial, besser als Zürcher. Sie sind offener und machen ein bisschen mehr mit. Richtige Antwort. Schau mal gut, brav. Wie hast du es gefunden? Super, für einen Sonntag. Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Das war wirklich cool. Ist das öfters bei dir, dass du am Sonntag Food gehst? Oder ist das mal... Nein, recht selten. Ich gehe am Sonntagnachmittag eigentlich ins Fitness und mache Wellness und dann wäre es gewesen. Ich gehe eigentlich nie weg am Sonntag. Ich muss mich ein bisschen recoveren vom Stress vom Wochenende. Und am Sonntagabend selten. Außer ich habe ein Booking wie heute. Aber es war cool.
Ja, und sag mal, gibt es bei dir auch noch jemanden, wo du einfach einen Ausgang gehst, ohne dass du auflegst? Ah, recht selten. Ich bin immer aus, ich bin ausgebucht bis Ende Jahr. Ich spiele auch Donnerstag, Freitag, Samstag immer voll durch bis Ende. Sogar Silvester ist schon weg, 2009. Und wenn ich dann mal frei habe, dann bleibe ich meistens daheim oder unternehme etwas mit Kollegen oder so. Relativ selten Ausgang. Und wenn du gehst, bist du dann eher der coole Typ, der im Ecken steht, oder bist du dann auch so jemand, der ein bisschen Popo wackelt? Ha, wenn ich in den Ausgang gehe, dann gib mir voll Kante. Erzähl mal, wir wollen wissen, was war das krasseste, also die krasseste Anmachung, die dir passiert ist? Nein, Anmachung nicht. Das krasseste, was ich erlebt habe, war, dass bei mir daheim vor meiner Haustür übernachtet haben. Das war das krasseste. Wirklich? Ja. Groupies hast du schon? Ja, die kommen zu mir und übernachten bei mir daheim vor der Haustür. Dann habe ich noch andere, dann habe ich noch die Mannenseite, die so relativ eifersüchtig sind und die kommen bis zu mir heim, einfach kratzen wir entweder das Auto oder stechen wir Pneu auf. Das ist heutzutage so die Schattenseite vom Starleben. Also wie fühlst du dich, wenn du dann so Groupies hast? Was ist das für dich? Was ist das für ein Gefühl? Damit wir das auch ein bisschen nachvollziehen können. Privat ist es, geht es recht auf den Sack. Da? Also was? Auch wenn es gut ist, wenn die Frauen sind. Ja, privat muss es nicht sein. Die mir die vom Haustür, von meinem Haus in der Haustür rein schlafen, ist nicht gerade der Hammer. Aber da, wenn ich irgendwo unterwegs bin als Mr. Anos, dann ist es genial. Weil dann weißt du auch, sie kaufen deine CDs, der Verkaufskreis schließt sich. Weil wenn schlussendlich Leute kommen und deine Musik gut findest, die du im Studio produzierst, dann weißt du, es kommt an, dann bist du auch motiviert, auch wieder zum Weggehen, zum Auflegen, zum Spass machen, zum noch mehr Vollgas geben. Oder? Sonst wäre es uncool. Aber dass sie zu mir kommen und so privat kommen, das ist schon krass. Es war schon cool, wenn sie kommen. Einmal ist eine ganze Schulklasse gekommen. Zum Autogrammstunde gemacht daheim. Aber so vor meiner Haustür schlafen und so Pneu aufstechen und so, finde ich geil. Okay, also Mädels, nicht von der Haustür von Mr. Danos. Aber sag mal, wie sieht eigentlich deine Traumfrau aus? Wenn du müsstest, wenn sie einfach können. Die Frage kommt in jedem zweiten Fan-Mail, wo ich über meine Website bekomme. Ja, ich sag immer, nein, du musst eine super Ausstrahlung haben, so wie du, und dann ist es perfekt. Auch wieder richtig Antwort. Gut, also in dem Fall dann hoffen wir, dass du wieder bald mal in Basel rum bist und dass du bald wieder mal in Basel bist und Vollgas. Dass wir uns wieder sehen. Danke, grüezi. Fazit. Ich habe es gut gefunden, aber eigentlich wollte ich nicht auflegen. Und es hat leider nicht geklappt. Du hast auflegen? Ja, ich war so bei DJ. Aber der obere Floor ist geschlossen worden. Also, ich habe etwas vergessen zu sagen. Mizo ist dann Shake It. Und Shake It ohne Mizo geht nicht.